أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles lobt wird Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, an diesem gesegneten Freitag, und es ist wahrlich ein Festtag für die Muslime, walhamdulillah, eine Gnade, die Allah azza wa jal uns gegeben hat, haben wir uns hier versammelt, zum Wohlgefallen Allahs, bi'idhnillah, um Allah Azza wa Jal zu gefallen. Und das ist es, worum es in dieser gesamten Welt geht. Dass du nur ein Leben lebst nach dem Wohlgefallen Allahs. Wenn Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist, dann wird er dich zufrieden machen. Wisse das, o Diener Allahs. In der Dunya, im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben, im Jenseits. Allah Azza wa Jal, er liebt dich. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat und der dich versorgt mit allem Nötigen, was du in diesem Leben brauchst, er hat dich nur für eine Sache erschaffen, damit du ihm dienst. Höre die gewaltigen Wörter von Allah azza wa jal in seinem Kitab, in seinem Buch, zwischen der Surah Al-Fatiha, der ersten Surah vom Koran, und Surah An-Nas, der letzten Surah im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لِمَاذَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, höre weiter, damit sie mir dienen. Allah hat bestimmt, dass du ihm dienst. Und für keinen anderen Zweck hat Allah Azza wa Jalla dich erschaffen. Aber er sagt dir auch gleichzeitig, Subhanahu wa ta'ala, dass du nur in dieser Welt bist, weil du geprüft wirst, das ist nicht das Paradies, o Diener Allahs. Und wenn du denkst, dass das das Paradies ist, dann wirst du enttäuscht herausgehen aus dieser Welt. Aber wenn du weißt, diese Welt ist nur eine Station, die du durchlaufen musst, um danach das ewige, glückselige Leben im Paradies zu bekommen, dann weißt du ganz genau, dass du dich hier auf alles gefasst machen musst, damit du das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal erreichst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah, und nur Allah ist es, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Wallahi, wenn es jemand anderen geben würde, der den Tod und das Leben erschaffen kann, dann würden wir ihn anbeten. Aber niemand vermag das zu tun, außer Allah, der Allmächtige. Wer hat dich erschaffen außer Allah? Wer hat dich erschaffen außer Allah? Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft. Höre das Wort. Damit er euch prüft, wer von euch die besten Taten macht. Die Welt ist schön, die Welt ist grün und du möchtest alles bekommen in dieser Welt. Aber wenn du diesen Weg beschreitest, vergisst du den Hauptzweck, warum Allah dich erschaffen hat. Und Allah hat uns nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Und wenn du das Dienen vergisst, so gehörst du zu den Leuten, die Asch-Shaytan folgen, den Satan. Und er hat nur ein einziges Ziel. إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Er ruft doch nur seine Anhänger dazu auf. Wer? Shaytan, der Satan. Damit sie zu den Leuten des Höllenfeuers gehören. Möchtest du Shaytan immer noch folgen? Wo du klar weißt, was er mit dir vorhat. Und wallahi, viele entscheiden sich, Shaytan zu folgen als Allah. Viele entscheiden sich trotzdem, Shaytan zu folgen, als den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Was für eine Schmach für sie in der Dunya und in der Akhira. Und der Shaytan wird sich yawmul qiyamah, am Tage der Auferstehung, wenn alle Menschen versammelt werden, zur Abrechnung von dir freisprechen. Er sagt zu dir, subhanal malik, er sagt,
Inni akhafullaha rabbal alamin. Ich fürchte doch wahrlich Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Deswegen sagt er sich von dir an diesem Tage los. Shaitan kennt seinen Herrn Allah. Auch wenn er hier das Übelste aller Übelste an Taten macht und verbreitet, trotzdem kennt er seinen Herrn, wie erniedrig du bist, wenn du nicht deinen Herrn kennst. Allahumma dan. Liebe Geschwister, lasst uns heute über eine weitere Krankheit sprechen. Und ich bitte um etwas Geduld, weil das Thema sehr, sehr wichtig ist. Und ich könnte es in zwei Khutab machen, aber ich möchte das in einer Sitzung beenden, weil wir doch noch einige Krankheiten haben, die wir behandeln, liebe Geschwister. Allahumma aslih hadhihi al-umma. Eine weitere Krankheit, die wir alle vor uns sehen. Die unbedeckte Frau. Die unbedeckte Frau. Und ich möchte über unsere muslimischen Frauen insbesondere sprechen, denn ein Muslim ist derjenige, der Folgendes sagt, wie Allah Azza wa Jal das im Koran erwähnt hat: Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Wir hören und wir gehorchen. Was auch immer du sagst, ja Allah, wir hören es und wir gehorchen und wir bitten dich um Vergebung, unser Herr. Das ist genau der Gegensatz zu dem, was ein verfluchtes Volk gesagt hat. Sie haben gesagt, Sami'na wa asayna. Wir hören sehr wohl, wir hören deine Gebote, ja Allah, aber wir werden uns widersetzen, dir nicht gehorchen. Wähle aus. Zu welchen der Gruppen möchtest du gehören, O Dina Allahs? Und ich sage es laut, in die Welt hinaus. Und ich möchte, dass du dich mit mir konzentrierst, O Dina Allahs. Wallahi al-Azim. Und ich schwöre von der Mimba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Feinde Allahs. Und mit Feinde Allahs meinen wir diejenigen, die morgens bis abends damit beschäftigt sind, Pläne gegen den Islam zu schmieden, um den Islam zu vernichten. Und wie viele sind sie in dieser Zeit, O Diener Allahs? Die Feinde Allahs haben erkannt, sehr wohl erkannt, dass die Frau, die muslimische Frau, zu den stärksten Gründen zählt, um eine islamische Gesellschaft zu stärken. Sie haben das erkannt. Sie wissen, dass die Frau ein Fundament ist, um eine muslimische Gesellschaft zu stärken. Es gibt Leute, die sagen, die Frau ist die Hälfte der Gesellschaft. Wir sagen, nein, die Frau ist die gesamte Gesellschaft. Wer hat die Männer erzogen? Wer hat die Männer zur Welt gebracht? Wer hat die Männer erzogen? Wer hat sie auf diesem Weg gebracht? Wer hat diese geehrten Sahaba radiyallahu anhum erzogen? Wer hat die geehrten Tabi'in erzogen? Wer hat die geehrten A'imma, die nach ihnen folgten, die großartigen Imame erzogen? Waren es nicht die Mütter? Sie haben einen entscheidenden Anteil an dem Guten in einer Gesellschaft. Und das haben die Kuffar erkannt. Und deswegen versuchen sie alles, um eben diese muslimische Frau zu verderben. Ey Wallah, sie versuchen alles, um diese muslimische Frau zu verderben. Höre, was Allah, der Allgewaltige, im Koran sagt. Subhana. Und genieße die Eier. Und so eine Eier genießt nur ein Gläubiger. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Allahu Akbar. Allah möchte euch vergeben. Das ist ein Angebot an dich. Allah möchte dir vergeben. Wenn du auch gesündigt hast, was auch immer du im Leben an Sünden begangen hast, und du hebst einmal deine Hände und bittest Allah einzig und alleine, denn nur er vergibt die Sünden. Und du sagst, ja Allah, du hast so viele Diener, aber ich habe nur einen einzigen Herrn. Vergib mir. Niemand vergibt die Sünden außer dir. Allah wird dir vergeben und Allah erfreut sich über deine Reue, obwohl Allah nichts von deiner Reue hat. Hast du Allah reicher gemacht? Hast du Allah mächtiger gemacht? Nichts von all dem. Nichts von all dem. Ja, ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. O ihr Menschen, ihr seid doch die Armen gegenüber Allah. Und Allah ist der Reiche, der des Lobes würdig ist. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben.
Jetzt macht Allah Azza wa Jal uns aber auf eine Gefahr aufmerksam, die du und ich betrachten sollten. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, wollen diejenigen, die Glauben im Herzen haben, von dem geraden Weg abbringen. Hast du das gehört? Diejenigen, die ihren Gelüsten folgen, wollen die Gutestuenden vom Wege abhalten. Allahu Akbar. Mujahid rahimahullah ta'ala, einer der Erklärer des Koran, er sagt über diese Ayah, As-Sunat, diejenigen, die Sinner machen, wer sind sie? Leute, die, wal-ayyadu billah, den Fassad verbreiten unter den Leuten. Die Sunat sind diejenigen, die Sinner machen, was haben sie aber vor? Was sagt uns Mujahid hier in dieser Ayah? Es geht weiter. Yuridu an yazniya ahlul Islam, kama yaznun. Sie wollen, dass die Muslime genauso Sinner machen, Unzucht machen, wie sie es tun. Oh meine Schwester, wo bist du? Die du nicht erkannt hast, warum die Kuffar nicht daran interessiert sind, dass du ein Hijab trägst. Eine islamische Bekleidung. Diese islamische Bekleidung steht zwischen dir und den verbotenen Beziehungen mit den Männern. Diese islamische Kleidung steht zwischen dir und der Sinna. Deswegen wollen sie den Frauen diesen Hijab entreißen. Und man hört sozusagen, dass es eine Demokratie gibt. Wir wundern uns nur, dass in einer Demokratie die muslimischen Frauen überhaupt keine Rechte haben. Und wir bringen Tausende von Beweisen, liebe Geschwister, wie sehr die muslimische Frau unterdrückt ist, die sich bedeckt. Subhanal Malik, man diskutiert, dass eine Lehrerin nicht in einer Schule mit Kopftuch unterrichten darf. Aber komischerweise in den Krankenhäusern und in den anderen Behörden reicht es für eine Toilettenputzfrau mit Kopftuch. Dafür reicht es, ja? Dafür reicht es! Und wir sollten wissen, wer diese Kuffar sind, dass sie nur eine Sache haben, uns als erniedrigt zu zeigen. Möge Allah sie erniedrigen, in der Dunya und in der Akhira. Ja, Achi, wo bist du? Hast du nicht in den Krankenhäusern gesehen, wie viele Frauen mit Kopftuch die Toiletten putzen? Hast du das nicht gesehen? Willst du mir sagen, du hast das nicht gesehen? Du kannst mich kritisieren, ich habe kein Problem damit. Aber ich berichte dir über eine Sache, die du und ich gesehen haben. Wie viele Lehrerinnen gibt es mit Kopftuch? Erzähl es mir. Und daher, versteht eine Sache. Dieses ist, damit die Kuffar unsere Frauen dazu bringen, dass sie die islamische Bekleidung abmachen. Und wahrlich, sie haben es geschafft. Illa man rahim Allah, außer mit dem Allah Azza wa Jal barmherzig ist, liebe Geschwister. Subhan al-Malik. Aber diese Kuffar und auch ebenfalls die Leute in unseren islamischen Ländern, sie sollen eine Sache hören. Diese sogenannten Liberalen, diese Al-Maniyun, diese Munafiqun al-Judud, diese neuen Heuchler, die eingesetzt wurden von den Kuffar, damit sie unsere Gesellschaft verderben, liebe Geschwister. Sie sollen eine Sache hören. Allah hat ihnen eine schwere Strafe angedroht. Diejenigen, die Zeitung schreiben, die Fernsehberichte bringen und die muslimische Frau schlecht machen und erniedrigen. Und sie ist eine wertvolle Mutter für uns. Sie ist ein Juwel. Sie ist ein Diamant für uns, liebe Geschwister. Anders als in den Ländern der Kuffar. Wo hat eine Frau hier einen Wert? In welcher Altersgruppe hat sie einen Wert? Richtig, du hast es erkannt. Wenn sie zwischen 11, 12 und 30 Jahren ist. Das ist die Blüte ihrer Jugend. Aber wer ehrt sie noch, wenn sie alt ist? Man spuckt auf sie. Hat sie noch denselben Wert? Sie hat keinen Wert. Aber bei uns, Subhan al-Malik, hat die Mutter einen beständigen Wert. Und je älter sie wird, umso mehr strengt sich der Muslim an, der Mutter zu gefallen. Das ist unsere Religion. Alhamdulillah. Wir haben nicht so etwas wie Muttertag, einmal im Jahr die Mutter besuchen und so zu tun, als ob man sie liebt. Alhamdulillah. Bei uns ist sozusagen jeder Tag, versteht mich nicht falsch, ein Muttertag, weil wir jeden Tag unsere Mutter ehren. Und wir küssen ihre Füße, weil sie es ist, die uns das Sprechen beigebracht hat. Weil sie es ist, die uns erzogen hat, die Geduld gehabt hat mit uns. Und weil sie es ist, die sich mehr Sorgen um dich manchmal macht als du selber. Möge Allah Azza wa Jal unsere Mutter in das höchste Paradies bringen. Liebe Geschwister, höre, was diese Leute für eine Androhung bekommen haben. Die, die muslimische Frau verderben wollen. Die, die Gläubigen verderben wollen. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu.
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wahrlich diejenigen, die es begehren, die es möchten, die Gläubigen zu verderben, dass sich unter den Gläubigen das Schlechte verbreitet. Was bekommen sie, ja Allah? Nur eine Strafe im Jenseits. Sie werden eine gewaltige, schmerzhafte Strafe in der Dunya. In der Dunya schon bekommen und auch in der Akhira. Allah weiß, während ihr nicht wisst. Eine gerechte Strafe für Leute, die eine Gesellschaft verderben wollen. Und dazu gehören die Leute, die auch heutzutage mit muslimischen Namen auftreten in unseren Ländern und so tun, als ob sie das Beste für das Volk wollen. Wallahi, sie sind nichts anderes als Heuchler, weil sie sagen La ilaha illallah nach außen, aber sie sind diejenigen, die am heftigsten den Islam bekämpfen. Möge Allah Azza wa Jalla sie bekämpfen. Was für üble Geschöpfe. Und ich möchte heute zu den Schwestern insbesondere sprechen. Und wir sagen für euch, oh ihr Schwestern, Wallahi, und glaubt uns das, wir lieben nur das Beste für euch. Wir lieben nur das Beste für euch. Und deswegen sprechen wir zu euch. Es gibt heute eine Schwester, wenn du mit ihr redest, warum sie nicht islamisch bekleidet ist. Und ihr alle kennt das Bild. In Deutschland und auch in unseren Ländern, dass die Frauen sich weit vom richtigen Hijab, über den wir dann zu sprechen kommen, entfernt haben. Ewallah. Wir sagen zu ihr, warum möchtest du dich nicht bekleiden, o Dienerin Allahs? Du bist doch eine Dienerin Allahs. Sie sagt zu dir, überzeuge mich vom Hijab. Überzeuge mich von der islamischen Bedeckung. Wir sagen ihr, du hast dich falsch ausgedrückt. Du solltest nicht sagen, überzeuge mich von der islamischen Bedeckung. Du solltest vielmehr sagen, überzeuge mich vom Islam. Denn wenn du vom Islam überzeugt wärst, würdest du nicht danach fragen, was Allah dir verbietet oder nicht. Wenn du überzeugt wärst vom Islam, dann würdest du nicht danach fragen, warum Allah dir dieses oder jenes befiehlt. Weil ein gläubiger Diener fragt nicht, warum hast du das befohlen, ja Allah? Sondern, womit hast du befohlen? Das ist der Gläubige. Das ist der Gläubige. Er fragt nicht, warum hast du befohlen, sondern, womit hast du befohlen? Weil, wenn Allah befiehlt, subhanahu wa ta'ala, hat der Diener keine andere Möglichkeit, als sich zu ergeben. Hast du dich selbst erschaffen? Wirst du deine Seele nehmen? Allah wird dieses alles machen. Daher unterwirf dich und sei ein ergebener Diener, o Diener Allahs. Die Frau sagt dir, überzeuge mich. Subhanallah, wenn sie eine Modezeitschrift liest, sie ist sofort überzeugt von der Leggings, da braucht sie niemanden, der sie überzeugt. Wenn sie halbnackte Frauen sieht, die ist sofort überzeugt. Wenn sie die Fußballmannschaften sieht, unsere Fußballmannschaften, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Subhanallah, sie ist sofort überzeugt, sich genauso anzuziehen wie diese Leute. Ist sie überzeugt vom Wort Allahs Azza wa Jal? Höre, Schwester. Und deswegen habe ich dir gesagt, du solltest erstmal nach dem Islam fragen und dich selber fragen, ob du wirklich den Islam verstanden hast. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann. Höre, damit du verstehst, was der Islam bedeutet. Viele verstehen diese Ayat nicht, liebe Geschwister. Und es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und nicht für eine gläubige Frau, für beide Geschlechter nicht, dass wenn Allah und sein Gesandter in einer Sache, in einem Thema etwas bestimmen, dass man hier noch die Wahlmöglichkeit hätte, auszusuchen, was man möchte. Nein. Entweder tust du das, was Allah und sein Gesandter dir befohlen haben, oder du hast etwas nicht von der Unterwerfung verstanden. Es fehlt was bei dir. Wenn Allah subhanahu sagt, dass wir beten müssen, dann beten wir. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat, fünfmal am Tag zu beten, dann beten wir einfach so, wie es uns gesagt wurde. Und es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und nicht für eine gläubige Frau, dass wenn Allah und sein Gesandter in einer Sache etwas entscheiden, dass man hier noch die Wahlmöglichkeit hat. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, so ist er im deutlichen Irrtum. Warum ist er im deutlichen Irrtum? Weil er sich Allah und seinem Gesandten widersetzt.
Allahu Akbar. Deswegen ist er im deutlichen Irrtum. O Diener Allahs. Und leider verstehen viele dieses nicht, weil sie denken, dass sie den Islam richtig verstanden haben. Aber bei Allah, Azza wa Jal, so haben sie dieses nicht verstanden, liebe Geschwister. Und ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die sehr, sehr wichtig ist. Allah hat bestimmt, dass die Frauen nicht so draußen herumlaufen dürfen, wie sie es tun in dieser Zeit. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ, und verbleibt in euren Häusern. Diese Anrede ist zwar zu den Frauen des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aber wer waren die Vorbilder für unsere Frauen? Britney Spears? Ist sie das Vorbild für unsere Frauen? Oder waren es nicht die Frauen vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisha, Salama, Hafsa, Zainab, radiyallahu anhum ajma'in. Sie waren die Vorbilder für unsere Frauen. Sie sind die Einzigen, die befolgt werden müssen von unseren Frauen. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, und lauft draußen nicht freizügig herum, wie es diejenigen getan haben, die vor euch waren. Subhan al-Malik, hört mal, was die Tafsir-Gelehrten über diese Ayah sagen. Lauft nicht so herum, weil damals haben die Frauen das gemacht. Sie haben sozusagen Fußketten gehabt. Und wenn sie gelaufen sind, haben sie geschlagen mit den Füßen auf den Boden, damit die Männer auf sie aufmerksam werden. Heute nennen wir das Ganze High Heels. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sie rufen die Männer auf. Hier sind wir für euch bereit. Und verbleibt in euren Häusern, sagt Allah. Das heißt, bleibt in euren Häusern, außer ihr habt eine Sache zu erledigen, die wichtig ist. Und wir sagen es nochmal, Alhamdulillah, wir sind stolz auf die Gebote Allahs. Und wir können nicht mehr an Stolz besitzen, außer durch das, was Allahs Religion uns gibt. Allahumma la tumitna illa wa anta radi anna. Denn Allah weiß am besten über die Menschen Bescheid. Und schau auf der Welt herum, wie viele Frauen werden vergewaltigt da draußen. Wie viele Frauen werden belästigt, angefasst da draußen. Warum? Weil sie einen Hijab tragen? Ist das die Antwort? Oder weil sie halbnackt auf den Straßen sind? Wallahi, ich habe gehört von Brüdern, wal'iyadu billah, dass im Schwimmbad hier in der Nähe sogar ein muslimisches Mädchen von muslimischen Jungs vergewaltigt wurde. Wenn die üblen auf einem Platz treffen, was denkt ihr, wird Gutes dabei herauskommen oder Schlechtes? Deswegen hat diese Gesellschaft die Frau geschützt und den Mann geschützt, dass wir aufeinander prallen in dieser Art und Weise. Weil das führt nur zu Übel. Allah ya'lamu man khalaq. Weiß er denn nicht, Allah subhanahu, was er erschaffen hat, liebe Geschwister? Allah weiß es sehr wohl, was er erschaffen hat. Und genau deswegen hat er uns Regeln aufgestellt, damit wir nicht diese Gesellschaft verderben. Subhan al-Malik, bleibt in euren Häusern und zieht euch nicht so an, wie die Freizügigkeit damals vorhanden war. Und wir sehen eine Sache, liebe Geschwister, dass unsere Schwestern nicht mehr den Hijab kennen. Sogar wundern sie sich, wenn sie eine Frau mit Hijab sehen, dass sie sagen, wie kann sie nur dieses Falsche vertreten? Und dieselbe, die diese Frage stellt, hat einen Minirock an. Eine Schwester berichtete uns, dass sie als bekleidete Schwester eine Schwester gesehen hat, die unbekleidet war. Und dann sagt die unbekleidete Schwester zu der bekleideten Schwester, was ist denn mit dir passiert? Ja, als die Kuffar gearbeitet haben, ist die Wahrheit zur Lüge geworden und die Lüge zur Wahrheit, das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen, O Diener Allahs. Und daher, wundere dich nicht. Diese Zeiten sind Zeiten der Fitna. Und daher muss man umso mehr an diese Religion festhalten. Allah Azza wa Jal hat diese Gesellschaft geschützt. Und diese Gesellschaft zu schützen, bedeutet nicht nur, dass die Frau den Hijab trägt. Nein, die Männer haben auch ihren Anteil. Höre, was Allah, der Allmächtige, sagt. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah Azza wa Jal sagt, und sprich ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu den gläubigen Männern, sprich zu ihnen, sie sollen ihre Blicke senken und
ihr Geschlechtsteil bewahren, behüte. Weil wenn du deinen Blick senkst, kommst du erst gar nicht dazu, diese Gelüste aufzubauen. Aber wenn du siehst, was du jeden Tag siehst, dann wirst du es nicht schaffen, deinen Geschlechtstrieb unter Kontrolle zu bringen. Schaut mal, jedes Wort Allahs, was für eine gewaltige Bedeutung es hat. Sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten. Das ist reiner für sie. Hast du gehört? Das ist reiner für sie. Reiner für dein Herz. Dein Herz bleibt rein, wenn du deinen Blick nach unten schlägst. Möge Allah uns dazu helfen, unsere Blicke zu senken. Das ist reiner für dein Herz. Und wahrlich, Allah weiß, was ihr tut. Und es geht weiter. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Und sprich auch zu den gläubigen Frauen. Sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil wahren. وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. Und sie sollen nichts von ihren Reizen zur Schau stellen, öffentlich zeigen, außer das, was davon sichtbar ist. Was davon sichtbar ist, ist der Hijab. Außer dem Hijab darf sie nicht zeigen, was Schmuck ist. Und leider, und ich warne diejenigen, die solche Kleider auch noch verkaufen, dass وَلَيَادُ بِاللَّهِ der Hijab nicht mehr der Hijab von früher ist. Sondern wir sehen eine Abaya heutzutage. Es ist zwar eine Art von Mantel, aber es ist geschmückt, es ist geziert. Es ist sozusagen wie ein Geschenk. Öffne das Geschenk, wann auch immer du Lust hast. Das ist die Wahrheit. Nein, es ist nicht das, was Allah geboten hat. Eine Frau schminkt sich nicht, wenn sie rausgeht. Illa ma dhahara minha, außer was davon sichtbar ist. Und es gibt einen Ikhtilaf unter den Gelehrten, liebe Geschwister. Bei manchen Gelehrten ist der komplette Niqab verpflichtend. Das heißt, dass die Frau sich nicht nur von oben bis unten vollständig bekleidet, sondern einschließlich das Gesicht und die Hände. Und das sagt ein Teil der Gelehrten. Und die anderen Gelehrten sagen, außer das Gesicht und die Hände. Alle Gelehrten haben eine Übereinstimmung, dass in Zeiten der Fitna es verpflichtend ist, alle Gelehrten, keine Ausnahme, dass in Zeiten der Fitna die Frau auch ihr Gesicht und ihre Hände bedeckt. Haben wir eine gewaltigere Fitna als diese Zeit? Frage. Aber wenn sie auch den Hijab trägt, wo ihr Gesicht und ihre Hände zu sehen sind, hat sie insha'Allah ta'ala immer noch ihre Pflicht erledigt. Aber alles darunter, so ist das deine eigene Wahl, die nichts mit der Religion zu tun hat, oh Schwester. Wallahi al-Azim, diese ist deine Wahl und keine andere Wahl, sondern Allah hat dir schon bereits beschrieben, wie du dich bedecken sollst. Allah azza wa jalla sagt, وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. Und sie sollen nichts öffentlich zur Schau stellen, außer was sichtbar ist. Der Mantel ist sichtbar, aber dass sie anfängt, أعوذ بالله, wie die Frauen es heute tun, ihre Kleidung zu verzieren, dass sie ihre Kleidung schön machen, schön in dem Sinne, dass sie schon die Augen der Männer auf sich ziehen wollen. Dieses alles ist falsch und ist gegen die Religion. Allah hat befohlen in dieser Religion, die Frauen ziehen den Hijab an und die Männer senken ihre Blicke. Denn du wirst niemals sehen, dass in dieser Religion nur eine Tür zum Übel geöffnet wird und eine andere geschlossen wird. Nein, bei uns in unserer Religion werden alle Türen zum Übel komplett geschlossen. Deswegen trägt die Frau den Hijab und der Mann senkt seine Blicke. Und nicht die Frau trägt den Minirock und der Mann senkt seine Blicke. Wie soll der seine Blicke senken? Deswegen seht ihr, wie vollständig diese Religion Allahs Azza wa Jal ist. Und sie ist nur deswegen vollständig, weil sie von Allah Azza wa Jal einzig und alleine ist, liebe Geschwister. Und wallahi von niemand anderem, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagt zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajik wa banatik ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. O du Prophet, sag zu deinen Frauen und deinen Töchtern und den gläubigen Frauen. Und den gläubigen Frauen, bist du eine gläubige, oh Schwester. Subhanallah. Sie sagt dir, ich bin eine Muslima, Alhamdulillah. Du sagst dir, was hast du gesagt, um eine Muslima zu werden? Sie sagt dir, La ilaha illallah. Du sagst dir, du hast La ilaha illallah gesagt und dann tust du in der Religion, was du willst. Das passt nicht mit deinem La ilaha illallah. La ilaha illallah bedeutet, ab heute befiehlst du mir, ja Allah, und ich unterwerfe mich. O du Prophet, sprichst zu den Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gläubigen Frauen,
dass sie sich reichlich Übergewänder über ihre Körper schlagen. Das bedeutet, dass sie sich reichlich Gewänder über ihren gesamten Körper schlagen, damit nichts von den Reizen sichtbar ist. Ist das der Kopftuch heute? Manche Frauen denken, der Kopftuch wäre genug. Sie hat ein Kopftuch an und einen Minirock an. Wallahi, selbst diejenigen, die keine Muslime sind, sie fragen sich, was ist das? Da fehlt doch was dazwischen. Und sie haben recht, es fehlt wirklich was dazwischen. Aber diese Frauen, und ich denke nicht, dass sie so unwissend sind, ich denke, dass viele von ihnen sehr gerissen sind. Viele von ihnen, nicht alle. Dass viele von ihnen sehr gerissen sind. Denn Wallahi, es gibt Frauen, die keine Muslime sind. Und bei Allah, sie würden niemals so etwas anziehen, was unsere Frauen teilweise anziehen. Adab, sie haben Erziehung gelernt. Und das ist manchmal unabhängig von der Religion. Es gibt auch Frauen von den Nicht-Muslimen, die haben Scham. Die haben Scham. Und du siehst auch, dass sie sogar ihren Kopf bedecken. Wallahi al-Azim. Aber wo ist das? Wir vermissen das bei unseren Frauen. Und ich bitte euch nochmal um etwas Geduld, weil das sehr, sehr wichtig ist. Es gibt Frauen, die sagen uns heute unter den Muslimat: Was, wenn ich jetzt kein Kopftuch trage? Wenn ich jetzt kein Hijab trage? Ich kann trotzdem eine gute Muslima sein. Das hören wir viel heutzutage. Das ist ihre Ansicht. Niemand hat ihr das gesagt, außer der Shaitan, der Satan. Woher hat sie das? Du fragst sie, hast du diese Aussage im Koran gefunden? Sie wird es nicht finden. Hast du diese Aussage in der Sunna gefunden? Sie wird es nicht finden. Aber wir sagen ihr das Gegenteil. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Sharru nisaikum, die übelsten unter euren Frauen. Höre, was die Muslima sagt. Sie sagt, ich kann doch auch so eine gute Muslima sein, wenn ich auch nicht bedeckt bin. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. Sharru nisaikum al-mutaballijat al-mutakhayilat yani al-mutakabbirat hunna al-munafiqat. Die schlimmsten, übelsten unter euren Frauen sind diejenigen, die freizügig herumlaufen, sich nicht bedecken und die hochmütig sind. Sie sind die Heuchlerinnen. Willst du mir nochmal sagen, Schwester, dass du eine gute Muslima bist? Während der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die übelsten Frauen, und es ist deine Wahl, ihm zu folgen oder deinen eigenen Gelüsten zu folgen, nur wisse, der Prophet Muhammad s.a.w. spricht nicht aus Begierde, sondern er spricht mit der Wahrheit Allahs azza wa jal, und du wirst einen Irrweg eingehen, wenn du ihm nicht gehorchst. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und damit man das klar versteht, sie sind die Heuchlerinnen, bedeutet nicht die große Heuchelei, die einem aus dem Islam heraus befördert, sondern das ist die Heuchelei, die ähnlich ist den Taten gegenüber den Heuchlerinnen. Möge Allah azza wa jalla unsere Schwestern bewahren. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, höre diese gewaltige Überlieferung. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, ich habe sie in meiner Zeit nicht gesehen. Allah hat den Propheten Muhammad s.a.w. aus Barmherzigkeit dieses Bild nicht gezeigt. Von zwei Gruppen. Und ich will heute nur eine Gruppe erwähnen. Nisa'un kasiyat, aliyat, mu'minat, ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna riha. Frauen, die angezogen und doch nackt sind. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sie nicht gesehen. Allah hat ihn davon bewahrt, dieses Bild zu sehen, was wir heute sehen. Sie sind angezogen und doch nackt. Und bei Allah, sie ist so eine größere Fitna, als wenn sie nackt wäre. Sie ist so eine größere Fitna, als wenn sie ganz nackt wäre. Frauen, die angezogen, aber doch nackt sind. Ganz dünn, ganz eng, mit nichts hat sie sich richtig bedeckt. Wer sind sie? Sie sind diejenigen, die tänzeln beim Laufen. Wenn sie läuft, dann läuft sie wie eine Ente, um die Männerblicke anzuziehen. Und sie bringen es anderen Frauen, wal'iyadu billah, genauso verdorben zu laufen, wie sie selbst. Und das ist das Übel. Was sagte der Prophet? Sie schlagen ihr Kopf nach oben wie Kamelhöcker.
Du siehst, sie binden ihr Kopftuch nach oben. Subhan al-Malik. Er hat uns das beschrieben, wallahi, wir sind Zeitzeugen über dieses Bild. Und er sagte, sie werden nicht das Paradies betreten, ja, nicht einmal dessen Geruch riechen. Wazada al-Tabarani fi riwayatin sahahaha. Sheikhul al-Albani rahimullah ta'ala. Al-Tabarani hat in einer Überlieferung noch hinzugefügt, er sagt, sallallahu alayhi wa sallam, die Sheikhul al-Albani als sahih klassifiziert hat, verflucht sie, denn sie sind verflucht. Angezogen und doch nackt. Du solltest sie aber nicht direkt verfluchen. Das ist der allgemeine Fluch, der gemeint ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, manche Frauen, sie sagen, ich werde keine Arbeit bekommen ohne Hijab. Weil wenn ich den Leuten sage, ich trage ein Hijab, dann werden sie mich nicht einstellen. Dann sagen wir ihnen, dann arbeitest du nicht diese Arbeit. Denn das Gebot Allahs Azza wa Jal geht über alles. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wir hören das von sogenannten Betrügern und Zanadiqa, Leute, die die Religion krumm machen, dass sie den Frauen erlauben, dass sie, wenn es um eine Arbeit geht, ihren Hijab, ihre Bekleidung abmachen dürfen. Aber bei Allah, sie werden das verantworten vor Allah Azza wa Jal. Und dann werden wir sehen, ob diese Mutigen nur hier in der Dunya mutig waren oder ob sie auch vor Allah Azza wa Jal mutig gewesen sind. Möge Allah diese Leute recht leiten. Die Frau hat geboten bekommen, ihren Hijab zu tragen. Und der Mann, er ist verpflichtet für ihr Einkommen, für ihre Versorgung. Eine Frau ist nicht verpflichtet dafür. Bei uns macht das der Mann, liebe Geschwister. Heißt das, wir dürfen unsere Frauen nicht arbeiten lassen im Islam? Doch, wenn diese Arbeiten aber bestimmten Bedingungen unterliegen. Und eine der Bedingungen ist natürlich, dass sie ihren Hijab trägt, dass sie ihre islamische Bekleidung trägt. A'udhu billah. Dass wir sagen, nein, wir lassen unsere Frau nackt zu der Arbeitsstelle gehen, während wir zu Hause sitzen. Subhan al-Malik, wer tut so etwas, der nur ein Mann ist? Ich sage nicht einmal, der Religion hat, der ein Mann ist. Wer tut so etwas? Deswegen, der Mann ist verpflichtet für sie. Niemals darfst du zulassen, dass deine Frau an einem Ort arbeitet, wo sie ihre islamische Bekleidung abmachen muss. Oder dass sie dort arbeitet, wo sie mit Männern ungehindert in Berührung kommt die gesamte Zeit. Du wirst eine Fitna erleben, morgen oder übermorgen. Aber wisse, du wirst es erleben. Und Allah weiß am besten Bescheid, und die Namen was. Deswegen, die Frau darf nicht ihr Hijab abmachen. Und die Frau darf auch nicht jede Arbeit machen. Sondern es muss darauf geachtet werden, dass sie nicht ungehinderten Kontakt mit Männern hat. Dass sie mit einem Chef alleine im Zimmer sitzt. A'udhu billah. Was wird passieren in dieser Zeit? Daher, wenn sie in einem islamischen Kindergarten arbeiten möchte, oder mit Kindern oder anderes, wo sie eine Barriere hat zwischen sich und den Männern, dann ist das ein anderes Thema, als wenn sie die gesamte Zeit mit irgendwelchen Männern Kontakt hat. Welche Männer dürfen die Frauen sehen? Die Frauen sollten wissen, und das ist ein großer Fehler, den sie begehen. Sie denken, dass sie nur, wenn sie rausgehen, den Hijab tragen müssen. Aber wenn ihre Cousins oder ihre Onkels oder sonstiges da sind, Onkels angeheiratet, meine ich, dann dürfen sie ebenfalls den Hijab abmachen. Nein, die Frau, sie darf nur den Hijab abmachen vor ihrem Maharim. Wer sind das? Das ist ihr Vater, das ist ihr Bruder, das ist ihr Neffe, das ist ihr Ehemann, das sind ihre Kinder. Das sind ihre Kinder. Das ist der Onkel, der nicht angeheiratet ist, und der Opa von ihr. Vor ihnen darf sie den Hijab ablegen. Den Hijab ablegen heißt aber nicht trotzdem halbnackt sein. Sie darf nur vor ihrem Mann sich nackt zeigen. Vor allen anderen, selbst vor ihren Maharen, vor ihrem Vater, Bruder und so weiter, läuft sie trotzdem mit Anstand herum. Denn das sehen wir in dieser heutigen Zeit, dass subhanallah, die Frauen auch neben ihrem Vater unverschämt sitzen. Nein, das macht eine muslimische Frau nicht. Denn eine muslimische Frau hat Scham, liebe Geschwister. Und hört euch diese Überlieferung von Aisha radiallahu anha wa ardaha an. Sie sagte, كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي. Ich habe mein Haus betreten, in dem der Gesandte Allahs und mein Vater Abu Bakr al-Siddiq begraben worden sind. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, das war in Masjid al-Nabawi, da hatte nebenan Aisha ein Zimmer, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer in dieses Zimmer einging. Und dieses Zimmer, da wurden der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr al-Siddiq begraben. Sie sagte, ich ging in dieses Zimmer herein. So habe ich meine Kleidung abgelegt.
So habe ich meine Kleidung in diesem Zimmer abgelegt. Und sie sagte, Aqulu innama huwa zawji wa abi. Ich habe zu mir gesagt, das ist doch nur mein Ehemann und mein Vater, die begraben waren. Falamma dufina Umar, als Umar auch neben ihnen begraben wurde, höre, was Aisha radiallahu anha sagte. Sie sagte, Wallahi, la adkhulu hadhihi al-ghurfa illa wa ana mashduda alayya thiyabi. Ich bin nie wieder in dieses Zimmer hereingekommen, außer dass ich mich richtig bedeckt habe, haya'an min Umar ibn al-Khattab, als Scham vor Umar ibn al-Khattab, der unter der Erde war. Der unter der Erde war! Aber wer schämt sich heute noch? Was für eine Frau Aisha radiallahu anha wa ardaha. Eine der Tugendhaften. Einmal dakhala alayha niswatun. Einmal kamen Frauen zu Aisha radiallahu anha rein. Schaut mal, in der Überlieferung heißt es wa alayhinna thiyab riqa. Sie hatten dünne Kleidung an. Hört, was Aisha radiallahu anha sagte. Sie sagte, in kuntunna mu'minat, فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ. Wenn ihr wahrhaftig gläubige Frauen seid, das ist nicht die Bekleidung von gläubigen Frauen. وَإِنْ كُنْتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتِ. Wenn ihr aber keine gläubige Frauen seid, فَتَمَتَّعْنَ بِهَا. So genießt dieses Kleid, was ihr heute anhabt, nur für eine Weile und dann werdet ihr zu Allah zurückgebracht, wo ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Eine Frau kam zu Aisha herein mit dünner Kleidung. Aisha sagte, لَمْ تُؤْمِنْ بِسُورَةِ النُّورِ اِمْرَأَةً بَسْهَادَ. Eine Frau, die an die Sura An-Nur, wo das Gebot ist, dass sie den Hijab tragen muss, die Frau, eine Frau, die an Sura An-Nur glaubt, sie trägt so eine Kleidung nicht. Aisha radiallahu anha. Und ich beende, liebe Geschwister, und ich bitte euch nochmal um Entschuldigung. Was sind die Bedingungen für einen Hijab? Die Bedingung für einen Hijab ist nicht unbedingt, dass der Hijab schwarz sein muss, wie viele denken. Natürlich, als die Ayah herabgesandt wurde, Allah Azza wa Jalla sagt, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنْ. Sie sollen reichlich Übergewand über ihre Körper machen. Als diese Ayah offenbart wurde, sagte Salama radiallahu anha, خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنصَارِ. So kamen die Frauen von den Ansar, von den Sahaba heraus. كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. Als ob auf ihren Köpfen Raben sitzen würden, wegen ihrer Kleidung. Das heißt, sie sahen aus wie Raben. Und unter dieser Überlieferung haben manche Gelehrte verstanden, dass sie komplett auch ihr Gesicht bedeckt hatten. Weil ein Rabe, ihr wisst, wie ein Rabe aussieht, liebe Geschwister. Sie hatten alle schwarz angehabt. Das ist aber keine Bedingung. Aber natürlich, die schwarze Farbe ist eher gewährleistet, dass eine Frau in Ruhe gelassen wird. Allah Azza wa Jalla sagt dieses im Koran. Das ist eher für sie gewährleistet, dass sie so erkannt wird als eine rechtschaffene Frau und demnach nicht belästigt wird. Wallahi, Allah hat recht, subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, eine Frau, die zum Beispiel in einem dunklen Hijab auf der Straße läuft und sie benimmt sich anständig, wer wird sie anmachen? Niemand. Aber schaut mal, wie viele andere Frauen angemacht werden. Allah sagt das im Koran. So, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden. Aber die Frauen, die so eine Art Kopftuch anhaben und die halbnackt sind, werden sie angemacht? Bei Allah, ja. Sie provozieren es ja auch. Salam alaikum, Habibi. So benimmt sich keine muslimische Frau, liebe Geschwister. Sondern, wenn sie ihren Hijab hat, der ausreichend ist, so wird sie durch die Straßen laufen und niemand wird sie ansprechen, weil die Leute so eine Frau respektieren. Auch wenn sie sie hassen, sie respektieren sie. Aber eine andere Frau wird angemacht, weil Iyadu billah. Deswegen wundern wir uns. Wenn eine Frau ein Kopftuch anzieht, dann sagen wir, warum hast du den Kopftuch an? Ja, ich muss mich doch bedecken. Ist das diese Bedeckung? Wenn du schon mit Allah antwortest, dann höre doch, was Allah sagt. Und alle Madahib, alle Rechtsschulen, es gibt keine Ausnahme, sagen, der Hijab ist Pflicht für eine Frau. Der Hijab ist nicht das Kopftuch, sondern das ist die vollständige Bedeckung, die folgende Bedingung hat. Sie muss weit sein, liebe Geschwister. Es ist egal, was für ein Stoffmuster das ist. Ob es aus Afghanistan oder ob es aus Saudi-Arabien oder aus irgendeinem Land, das spielt keine Rolle. Es ist weit. Weit bedeutet, dass man nicht die Reize von einer Frau sieht. Es ist nicht parfümiert. Und es ist nicht durchsichtig, transparent. Und es ist nicht dünn, sondern dick, so dass man die Reize nicht sieht. Und dieses ist nicht etwas, was der Kleidung der Kuffar ähnelt oder die Kleidung der Männer ähnelt. Und dieses, was sie anhat, ist kein Berühmtheitskleid. Denn es gibt Frauen, die wollen auffallen als ein Paradiesvogel in dieser Dunya.
Das ist doch nicht der Sinn, sondern Allah Azza wa Jalla sagt, damit sie als gläubige Frauen erkannt werden, als rechtschaffene Frauen und nicht belästigt werden. Daraufhin sagt sie, ja Allah, du willst etwas und ich möchte etwas anderes. A'udhu billah. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Amen. Liebe Geschwister, und das ist der letzte Satz, den ich hier diesbezüglich erwähne. Wenn eine Frau sagt, ich möchte den Hijab tragen, aber meine Eltern lassen mich nicht, wir sagen ihr, du trägst trotzdem den Hijab. Denn du darfst deinen Eltern nicht gehorchen, wenn sie gegenüber Allah ungehorsam sind. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Man darf nicht Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf zeigen, wenn man dabei gegenüber Allah azza wa jal ungehorsam ist. Zeige Geduld, oh Schwester, das sind Zeiten der Geduld. Wir müssen auf unsere Zähne beißen, aber wir werden, wenn wir auf diesem Weg leben und sterben, in ein ewiges Paradies hereingehen. Udukhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha, wa ladayna mazid. Tretet in diesem Paradies herein. Ihr werdet darin bekommen, was auch immer ihr wollt, nach eurem Tod. Und bei uns gibt es noch mehr für euch. Möge Allah Azza wa Jalla uns dieses Paradies betreten lassen. Möge Allah Azza wa Jalla uns vor allen Fittern bewahren. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Schwestern bewahren, behüten. Möge Allah Azza wa Jalla ihnen Rechtschaffenheit in ihren Herzen geben. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.